So, und spätestens jetzt wisst ihr. Hey Leute, was geht ab? Und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich war gerade dabei, mich ready zu machen. Und ich dachte, hey, warum nehme ich euch jetzt nicht mit? Deswegen wundert euch nicht, warum ich so und fertig aussehe. Ich habe nur was auf meinem Gesicht ein bisschen abgedeckt und jetzt wollte ich gerade noch meine Augen schminken. Deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Ich fange mit meinen Augen an und nutze diese Palette hier dafür. Die ist von BH Cosmetics. Ich hatte diese Palette sogar mal verlost. Also entweder genau die gleiche oder mit ein bisschen anderen Farben auf Instagram. Könnt mir gerne auch da folgen, weil da mache ich richtig viele Verlosungen, eigentlich jede Woche mit so richtig coolen Marken. Ich trage jetzt auf jeden Fall so eine hellere Farbe auf, so einen richtig hellen Nude-Ton, was wirklich zu meiner Hautfarbe auch passt. Und daraufhin werde ich einen anderen Ton noch aufbauen. Ich habe keine Ahnung vom Schminken, Leute, übrigens. Ich weiß nicht, ob dieser Look was wird. Also es wird jetzt richtig systemlos und planlos und generell ahnungslose. Wessen Nase läuft auch immer beim Schminken. Ich weiß nicht warum, aber meine Nase läuft einfach ständig, wenn ich mich schminke. Das nervt total. So, jetzt habe ich eigentlich so die Base-Farbe aufgetragen. Und jetzt nehme ich auf jeden Fall mal einen anderen Ton, außer immer Nude-Töne. Weil normalerweise schminke ich mich immer mit Nude-Tönen. Aber heute nehme ich, glaube ich, diesen rosanen Ton hier. Der ist so... Ich werde den auf jeden Fall nehmen. Mal gucken, wie der wird. Ich verblende jetzt auf jeden Fall diesen Rosaton mit der anderen Farbe, was ich gerade eben noch drauf hatte. Und versuche es so miteinander zu verbinden, zu verschmieren quasi irgendwie. Sie stellen Fragen. Sag, woher das ganze Geld, woher der Wagen? Also ich finde, es ist gar nicht mal so schlecht geworden, um ehrlich zu sein. Ich muss aber sagen, dass die Farbe total so abbröselt und auf meine Wange fällt. Ich habe einen Fehler gemacht und meine Haut schon vorgeschminkt. Dann nehme ich auf jeden Fall einen anderen Pinsel und einen helleren Ton und schmiere es ein bisschen hier oben eher auf. Unter die Augenbraue, also wirklich nur weit oben und hier quasi. Genau dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite. Ich glaube, alle Make-up-Artisten denken sich gerade, was macht diese Frau da? Adumi anmasun sonra hiçbir şey gitsin kalmasun adumi anmasun yarim yarim boğazımdın daha ne görmedim sana yarim yarim çok mu sevdin yarim yarim söyledin mi yarim yarim geç bunları yarim yarim Spätestens jetzt wisst ihr. Spätestens jetzt wisst ihr auf jeden Fall, warum ich immer überall hin zu spät komme. Ich habe auf jeden Fall diesen Augenbrauenstift von NYX hier genommen und damit bemale ich jetzt gleich meine Augenbrauen. Das Problem ist, also was heißt Problem, ich bemale nicht so viel meine Augenbrauen. Seitdem ich dieses Öl benutze, alle aus Instagram kennen das, ich brauche es gar nicht mehr. Ich habe einen sehr guten Haarwuchs hier. Wache auf, Make-up sitzt. And that's it. Meine Nase läuft schon wieder. Jetzt kommt auf jeden Fall meine Mascara. Und zwar die hier, I Love Extreme von Essence. Ich liebe das. Dann beginnen wir mal. Warum machen wir immer den Mund so auf? Caliente. Caliente. So, Augen fertig. Fehlt jetzt eigentlich nur noch der Bronzer und mein Highlighter. Das ist auf jeden Fall mein Bronzer. Der ist von Chanel. Chanel, nein. Ganz ehrlich, Leute, ich habe das seit 3 Jahren oder so. Schaut mal, wie es aussieht. Ist immer noch richtig voll. Also, ich finde das so krass, dass das so lange hält. Komme ich einfach hier so ein bisschen an den Wangen. Ich finde das auch richtig schön, natürlich. Jetzt noch die andere Seite. Ich umkreise das immer so. Und benutze so einen fetten Pinsel dafür. Ach scheiße, meine Nase läuft schon wieder. Ich bin jetzt ready. Jetzt fehlt eigentlich nur noch mein Highlighter. Und ich habe richtig Bock auf so einen Goldton. Deswegen werde ich den vom Make-up Revolution nehmen. Das ist eigentlich eine Blush-Palette. Aber ich nehme jetzt diesen Ton noch raus. Und dann bin ich auch wirklich ready.
Glow, 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 glow. Es gibt, glaube ich, nichts Geileres als den Highlighter dann am Ende. Highlighter ist poppin. Stüpschnäschen. So, ich bin jetzt auch ready. Ich finde es eigentlich ganz okay. Muss ich sagen, zum ersten Mal habe ich andere Farben verwendet. Ich habe noch ein Paket bekommen oder zwei sogar. Ich muss die mal auspacken und schauen, was da drin ist. Und da muss ich direkt die Fliege noch rauf machen von Tonight und überhaupt generell schauen, was er anzieht. Mal gucken. Wir machen uns gerade bereit. Bei mir fehlt auf jeden Fall noch mein Lippenstift. Und der Herr hier kann seine Fliege nicht entscheiden, mit oder ohne. Es geht zu einer Hochzeit. Fliege oder ohne Fliege. Was? Das ist der letzte Knopf, Alter, der killt mich. Man kann kaum atmen, wenn man den letzten Knopf zumacht. Und der ist in seinem eigenen Film, ey. Hallo, du willst nur spielen. Boom, chakalaka, boom, boom, chakalaka. Ja, boom, chakalaka, boom, boom, chakalaka. Ja, wie macht man das denn? Ja, so. So hier. So, chillen. Chillen, dachte ich. Ist mir noch zu eng? Das ist viel zu eng. Sonst stirbst du. Okay, dann noch einen auf. Warte. So. Nein, wir machen die Fliege ab! Die Fliege bleibt dran! Nein! Der Jacke macht irgendwie so aus. Die Fliege soll ab. So. Oder noch so Fliege? Wir gehen nicht zur Hochzeit! Siehst du aus, als würdest du bei Hugo Boss arbeiten? Mein Anzug ist leider nicht von Hugo Boss. Zara. Nur Zara. Ich habe auf jeden Fall so einen Nude Tonhemd an. Dann habe ich bei Primark diese Ketten hier gekauft gehabt. Ich glaube, es war 1,50 Euro, 2,50 Euro oder so. Dann habe ich meinen Ring. Dann habe ich halt noch so eine weite Hose an. Hier unten ist die so schön weit. Und dann trage ich einfach, achso, mein Hemd ist hinten etwas länger als vorne. Und dann trage ich einfach noch eine Umhängetasche. Ich habe jetzt übrigens auch extra meinen Lippenstift noch nicht drauf gemacht, weil bevor wir gehen, wollen wir uns noch einen Shake oder sowas machen. Wir haben voll Hunger, aber nicht so viel Zeit und deswegen mache ich jetzt einen Shake, dann trinken wir das und dann gehen wir los, weil wir müssen gleich zum Konvoi und ich muss mich beeilen. Deswegen, ich zeige euch mal, wie ich meinen Shake mache. Das ist übertrieben lecker. Lecker. Das ist so geil, das müsst ihr einfach nachmachen. Das schmeckt übertrieben gut. Und ich habe da drinnen dieses True Beauty Pulver reingelegt, was immer Tunay auch benutzt mit den Kapseln zusammen gegen seine Akne und gegen seine Pickel. Ich zeige euch mal kurz seine Haut. Hello, schöner Mann. Zeig mal deine Haut. Guck mal, Leute. Einfach, er hatte hier überall richtig krasse Akne und hier auch. Und seine Akne ist einfach komplett weg und dafür habe ich eben immer jeden Tag ihm jeweils eine Kapsel oder jeweils den True Beauty gegeben. Und deswegen, ja, ist seine Haut gerade so richtig gut. Ich zeige euch mal ganz kurz nochmal die Kapseln. Ich glaube, einige von euch kennen das noch gar nicht. So, Moment, ich zeige euch mal ganz schnell, was für Kapseln er nimmt. Und zwar sind seine Kapseln immer direkt neben seinem Bett. Und das sind einmal Skin-Kapseln gegen Pickel. Dann Glow-Kapseln gegen Pickel, Male und Augenringe und Aqua-Kapseln, damit seine Haut so schön strahlend ist. Und dieser True Beauty, hier ist es richtig viel Zink drin, ne? Das habe ich ja eben auch gerade in meinem Smoothie gehabt. Er macht das immer so, dass seine Kapseln direkt neben seinem Bett sind, damit er wirklich es auch nicht vergisst, sie einzunehmen. Also hier sind sie direkt auf der Kommode, dann nimmt er an einem Tag das, an einem anderen Tag das und so weiter und so fort. Und dann vergisst er, wie gesagt, auch sie nicht einzunehmen. Heute gibt es auch was für euch, und zwar 30% auf alle Sets. Ich habe euch den Link sogar zu den Kapseln unten in der Infobox verlinkt. Ihr müsst wirklich nur noch draufklicken. Und dann kriegt ihr nicht nur 30% Rabatt, sondern auch diesen True Beauty, wo auch dieser Zinkgehalt ist, gratis dazu. Das hatte mir, wie gesagt, mein Hautarzt damals empfohlen. Ich hatte alles nachgefragt, bevor ich sie einnehme und er hat gesagt, du kannst es komplett einnehmen. Es ist besser, als wenn du irgendwelche chemischen Cremes dir auf die Fresse schmierst. Genau, das war es auch schon. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Ich glaube, er hat seinen Shake bestimmt schon ausgetrunken. Und dann, ja, müssen wir eigentlich auch schon los. Bist du ready? Oh, guck mal, er hat so sofort ausgetrunken. Ey, schmeckt gut, wa? Krass. Ja, Mann. Also Leute, wir sehen uns jetzt gleich auf der Hochzeit. Aus auf jeden Fall nach gut gefühlten 3 Stunden Vorbereitung. Ja. Und ich bin auch noch nicht fertig. Wir sind wirklich die Letzten, glaube ich, die jetzt da ankommen. Musik.
let's go. So, wir haben jetzt auf jeden Fall einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Nach der langen Fahrt, nach dem Konvoi, hat man auf jeden Fall ein bisschen Hunger bekommen. Und Kübra ist schon hier fleißig am Essen. Ich mein. Und ja, fahren jetzt auf jeden Fall zum Saal. Schaut euch mal jetzt Baloo an, er wird bestimmt zu uns rennen. Hallo. Guck mal, er ist schon an der Tür. Hallo, mein Schatz. Oh, Baby, wir haben dich vermisst. Aschke. Na du. Och, Baby. Ich liebe dich, Sinne. Süß. Guckt euch den mal an. Naja, Leute, wir sind jetzt zu Hause und sind richtig kaputt. Es ist gerade 0 Uhr irgendwas. Wie der guckt. Wir sehen uns auf jeden Fall bei einem nächsten Vlog wieder. Vergisst nicht, uns zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einfach einen Daumen hoch. Daumen hoch, nicht vergessen. Ja, und folgt uns auch auf Instagram. Und wir sehen uns. Ciao. Adios.